Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen auf der Bauma 2022 hier am Stand vom Stiel. Neben mir steht Christoph Kramer, Produkttrainer aus dem Hause Stiel. Christoph, schön, dass du bei uns bist. Du hast uns wieder einige Highlights mitgebracht. Was dürfen wir denn jetzt sehen? Ja, Felix, ich freue mich natürlich auch wieder hier auf der Bauma 2022 unsere neuesten Produkte aus dem Baubereich vorzustellen. Und in dem Fall habe ich unseren GS461 mitgebracht. Eine Kettensäge, mit der man tatsächlich auch Gestein schneiden kann. GS461, das erinnert jeden, glaube ich, auf Anhieb an ein anderes bekanntes Gerät aus dem Hause Stiel, die MS461. Ist das vergleichbar? Ja, in etwa ähnlich aufgebaut, aber doch sehr unterschiedlich, denn wir haben hier bestimmte Modifikationen vorgenommen, um eben auch Steine trennen zu können. Bedeutet, wenn wir uns hier die Maschine einmal anschauen, dann fällt erstmal auf, wir haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, hier Kettenhaftöl einzufüllen, denn einen Kettenhaftöltank gibt es überhaupt nicht mehr. Stattdessen wird hier die Kette und die Maschine über einen Wasserdurchfluss gekühlt. Das heißt, wir haben hier hinten einen Wasseranschluss und können damit die Kette kühlen, damit wir mit dem Gerät arbeiten können. Wie von den Motorsägen auch bekannt, haben wir natürlich auch verschiedene Ketten, die zum Einsatz gebracht werden können, je nach Anwendungsbereich. Was für Möglichkeiten haben wir hier? Ja, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Maschinen mitgebracht mit zwei verschiedenen Ketten, die wir aufgebaut haben. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, hier Mauern zu schneiden, Beton zu schneiden mit den gewissen Ketten. Es gibt aber auch die Sonderfälle zum Beispiel auch im Rohrleitungsbau, wo wir duktiles Gussrohr haben. Das habe ich hier hinten einmal aufgebaut. Auch solche Materialien können wir natürlich mit einem GS461 trennen. Wenn ich an meinen herkömmlichen Filter in der Motorsäge denke und dann an die Umgebungsluft auf einer Baustelle, dann wird mir ganz Angst und Bang. Habt ihr dafür auch eine Lösung gefunden? Natürlich, das sehen wir ja hier auch auf der Bauma. Wir haben überall Staubentwicklung und dafür muss das Gerät natürlich auch gebaut sein. Das heißt, wir haben ja einen HD2-Luftfilter in den Maschinen verbaut, der dafür sorgt, dass wir hier im Zylinder immer saubere Luft haben. Der ist zweistufig aufgebaut und das sorgt dafür, dass wir auch beim stärksten Einsatz immer eine gut laufende Maschine haben mit einer langen Standzeit vom Filter. Ein Gerät, wie wir es aus dem Hause Stiel erwarten, sicher und produktiv. Und dass das auch wirklich so ist, lieber Christoph, das führst du uns sicherlich einmal vor, oder? Sehr gerne doch. Ja, liebe Gäste, der Christoph wird sich jetzt mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung ausstatten und dann im Anschluss einmal an dem Gussrohr zeigen, dass der GS461 hier problemlos eingesetzt werden kann. Dafür schließt der Christoph den GS461 an der Wasserversorgung an mit einem handelsüblichen Schnellanschluss, wie Sie ihn kennen, startet die Maschine und legt dann auch direkt los. Ja, liebe Gäste, wir sehen einen Schnitt an einem Gussrohr, überhaupt kein Problem. Aber der GS461 heißt ja Gesteinschneider und auch das wollen wir uns jetzt einmal vom Christoph zeigen lassen. Auf dem zweiten Gerät hat er eine entsprechende Kette für das Schneiden von Gestein aufgezogen und wird uns auch das einmal vorführen.
Ja, liebe Gäste, Sie sehen, egal ob ein Stechschnitt oder ein senkrechter Schnitt von oben, alles kein Problem für den GSW 61. Christoph, du schaust wieder sehr zufrieden aus. Wie war's? Natürlich. Mit dem GSW 61 zu schneiden macht immer wieder Spaß, denn es ist eine völlig andere Anwendung, als es eigentlich beim Holzschneiden der Fall ist. Und man sieht ja, es geht Spielen von der Hand. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das macht wirklich Spaß. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Christoph Kramer, Produktrenner aus dem Hause Stihl. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Dankeschön.